Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starfield. So, wir gehen mal in Deckung und gehen jetzt mal rein in die verlassene Forschungsbasis, wie das Ding sich nennt. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man. Ja, macht mir meine Angst. Irgendwas. Hier steht was. Credits. Krieg ich nie auf. Medipack. Mit Forschungslabor. So. Oh ja. Notizblock. Alles nichts Wichtiges. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Oh, Munition. Ganz wichtig, Munition. Was für eine Waffe habe ich überhaupt ausgerüstet? Ah, die Quendel. Ja, Quatsch, hatte Dingsbums. Oh, Regelwiderstand. Bis zum Niveau R hier festmacht, dass das UC ist. Ich sehe bloß Warnsymbole. Ganz. Hammer. Ich spinne das ja nur überall gleich aus. Hier mache ich das nirgendwo fest. Ach, hier unten ist ein UC-Symbol. Entdeckt. United Colonies. Nährstoffe nehmen wir mit. Ihn und behalten. Betten brechen. Oh ne, keine Bücher vorlesen, das mag ich nicht. Das ist nicht so meins Vorlesen, weil ich bin schlechter Vorleser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und darum lasse ich das. Wer es gerne lesen möchte, kann es ja, ich sag mal, stoppen. Aber ich lese ja nichts vor. Auf nichts. Es ist schon Erde. Also eine Kiste voll Dreck. Notizen. Geladen ist wieder. Wenn es mein Schusshammer. Alles sinnlos vergeudet bei dem Terrormorph. Der hier wahrscheinlich, weil ich. Ohne zu spannen, weil hier ausgebüxt ist. Aus einer von den Forschungsstationen.
Hier ist nichts. Oder eine Kaffeemaschine. Ob es eben ist, keine Ahnung. Midi-Packs, du siehst auch ein bisschen kaputt aus. Das Buch kannte ich noch nicht, darum habe ich selber erst mal gelesen. Und ich habe mittlerweile so viele Bücher hier und alles gefunden in meinen Spielständen, die ich auch für mich selber oder auf Twitch hatte. Da kann es so sein, dass ich ein oder andere Buch schon wieder vergessen habe. Jetzt ja ordentlich eher gemütet. Und dass das Ding von irgendwelchen Piraten oder sowas genutzt wird, ist für mich schon irgendwo nachvollziehbar. So, ein Amp und ein Medipack. Was gut, du bist ein Trampel. Ich habe da gerade was gesehen. Rudelwasser. Okay, zack, Entdeckung. Was gut. Du machst einen Krach, ich. Und nicht gemacht. Der war im Eimer. Axt. Was ist denn der Pirat da? Achtung, feindliche Aktivität erkannt. Findest du jetzt erst? Achtung, Feind geordnet. Vasco, ampel mir nicht in der Schusslinie rum, da krieg ich Plack. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ne, eher nehmen wir mit. Die Monstrum nehmen wir auch mit. Wollte ich jetzt nicht, ich wollte die eigentlich Licht anmachen. Ja, was sehe ich im Dunkeln? Den haben wir gefilzt. Ein Regler 10 Gesundheit. Ist gar nichts. Woher ich die Nahrungsmittel nie unbedingt mitnehmen. Die Pickwicker.
Okay, die jetzt Buch. Ach Mann. Ah. Oh. Immer das, was du nie gebrauchen kannst. Das. Das nehmen wir mit. So, auf geht's, nächste. Nächste Tür. Auch mal Medipack. Muss ich mal sparen können jetzt. Notizblock, Notizbuch, TD. So, können wir mal hier rein auf den Lab. Auf du Scheibenkleister, der an ein neuer Anfang. Okay. Wieder eins. Ganz ehrlich, die sind ein bisschen krank hier. Leer. Geh mal rüber, Vasco. Du stehst im Weg. Irgend.
nehmen wir schon mal einen Digi-Dietrich. Und ein Safe. So. Dann sind wir mal gespannt, ja, was. Ja, passt so. Jetzt brauchen wir ihn. Der könnte passen. Der passt so. Und der passt so. Passt. Was mit der Luft? Credits. Haben wir schon mal 3K an Credits. Wo du bist. Oh, das ist ein Trampel, der ist. Meine kurze Stunde schlafen. Sport nämlich Heilmittel, also Medipacks. Und hätte man das eh gar nicht nutzen brauchen vor uns. Ein klein wenig Verschwendung. Gibt's hier auch was Gescheites? Das ist wie eine Art Kantine. Oh, was gibt's denn hier? Noch eine Eon und das in eine Quentel. Wenn wir es nicht brauchen, kann man es verkaufen. Halt dich zurück. Und da müssten die über mir sein. Nur hier oben. Du versteckst dich? Verdammt! Und ich lasse Gnade rein. Ich bräuchte das Geld. Schaden erlitten.
Hierhin. Hier vorgerannt. Wie sich versteckt. Egal. Ist jetzt egal. Schlafen. Ja, das ist abgrasen, Notizblock. Das ist ein Forschungsdinger. Nix. Uah, gruselig. Hinten ist noch was. Die hat man ja schon gelootet. Nix. Halten, das ist. Jetzt sind wir fertig. Wissenschaftler, der hat Eisen in der Tasche. Okay. Was wollen wir machen als Wissenschaftler, mal eine Ladung Eisen in der Tasche haben? Er hat Dietriche. Hast du so Herz plus? Oder wer? Was bist du denn? Dietriche und Credits? Und langsam nimmt meine Munition zu. Waffenkoffer, was sind da drin? Wenn ich in die Knarre ließ. Projekt Patch-Up. Ich muss sagen, der Typ ist krank. Ja. Den haben wir schon gefilzt. Credits, Toxin, nehmen wir alles mit. Credits braucht der auch keine mehr. Der ist leer. Die Mittel, der ist auch leer. Kampfstoffe.
So, was haben wir hier? Radioaktiv ist immer gut. Eine strahlende Zukunft, wie man so schön sagt. Edits. Damit kenne ich mich nicht aus, aber hier war sowas. Wasser ist. Okay, das war's. So. Ist eine Dusche, aber nichts. Kennt man ja von solchen Laboren, dass da. Auf dem Dach macht der Krach. Also, Medipack. Die Equinox ist schon mal was. Und hier oben haben wir alles. Geht's dann hinten an, wo wir gerade die Stimmen gehört haben? Wasko, komm her. Bleibst du hier? Bleib. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge Objekttauschprotokolle aktiviert. Quatsch mich nicht sauer zu. Anzüge. So. Pirat geht weg. Sternenlagerbund geht weg. Rucksäcke. Hauer bis in. Der geht weg. Der geht weg. Der geht weg. Hier irgendwas drin. Soßen. So, sind wir da leicht genug. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Oh. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Ja, gesprächig. Let's go. 120 Schuss haben wir knapp. Halt die Füße still, Vasco.
Bücher sind manchmal nützlich, das sind hier. Unser Tod scheint für Sie höhere Priorität zu haben als Ihr Überleben. Jetzt der eine da. Wissenschaftler, Müsli und Strahlen mitnehmen sind Mist. Ich nehme mehr rum. Können die bleibt hier. Credits Argon nehmen wir mit. Credits Dark nehmen wir mit. Credits Mumpel nehmen wir mit. Nicht gescheit, kommen wir hier rein. Toxin. Ein Marker brauchen wir ohne. Brauchen wir alles nie. Baska, du stehst im Weg. Den machen wir schon. Ist auch noch nicht hier gewesen? Ne. Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Das passt so nie, so nie. Ja, passt so, es hat mir so eh, das müsste dieser da sein. So, den passend kriegen, der war so passend. Mal sehen, warum, ne, das ist so nie. So passend. So passend. Jawohl. Und hast du hier schon wieder Krieg? Das hier ist einfach nur krank. Credits. Ein Safe. So, gucken wir mal. Du passt so. Da sind die passen. Da passt so. Und dann müsste der so passen. Wird jetzt nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Okay, die sind alle brett, da drin der warmer. Wissenschaftler. Wir waren hier drin. Genau, hier drin. Ach man, Vasco. Du gehst mit dezent auf den Bolzen. Hier drin. Da drin waren wir jetzt. Und hier noch was. Gichtmittel.
Wer sucht, der findet. Und wer riecht, der Stinke, wie war das? Noch Toxin. Credits. Das ist, weiß ich nie. Schotter. Ich würde sagen, wir müssen einmal nach oben. Hier. Oh, da hat es den Hayden Wynn erwischt. Wohlverdientes Ende für deinen Mist, den du da gemacht hast. Das mal getan. Wir dafür. So. Jetzt haben wir es gebaut. Passt. Der passt. Oh, vielleicht passt der, ja. Der passt. Der passt. So. Der passt hier nicht. Oh. Bin ich halt zu dämlich, Schloss zu knacken? Muss so in. Passt ja irgendwas, er passt so. Passt so nicht. Und das ist ein Feuer. Er passt so, passt du so. So passt du. Und so. Nee. Warum? Jetzt gibt mir nur den hier, den müssen wir passend reinkriegen. So, jetzt haben wir's. 4 von 5 haben wir schon geknackt. Okay. Das hast du mal gelesen, ja. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern die Digi-Dietriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Bin ich gerade erschrocken wegen dem blöden Vieh. Zeiten.
geknackt haben. Aber wir werden erst mal nachladen. Sudeli. Ist hier hochgekommen, weißt du. Was? Die Frontier hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff, die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Oh nein, vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Feuer frei! Ich bin zwar für Kampf programmiert, er ist aber keine Primärfunktion. Oh. Abgehauen. Hau doch ab, Mann. Ich ziele auf ihren Schwerpunkt. Ach, Vasco, hau doch ab, Mensch. Mann, komm ich nie hoch. Okay, was zum Schiff. Hundert Meter noch.
Oh, nur noch kurze Pause machen. Ich bin ein bisschen voll. Ist egal. Ziehen wir durch bis zum Schiff. Geht er wieder nicht. So, Frau. Captain, um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Oh. Ja. So, Anzüge. Du gehst mal weg. Geht mal weg, den Altmann mal, der hat Düsen. Geht weg. Bleib. Oh, Waffen haben wir viele. Bevor ich jetzt irgendwas mache, mach mal ein Nickerchen. So viel Zeit muss sein. So, setzen wir uns. Auf geht's. Jetzt geht's nach Gemini. Hier rein. No. Da. Alpha Centauri. Und Sprung. So, das haben wir doch schon mal. Raumschiff Frontier, hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Nee, auch New Atlantis. Ja. Und einmal landen. So, Deli. Da war schon wieder fast zu Hause. Wenn man das zu Hause nennen kann. So, verlassen wir mal. Hey Basco! Was? Kein Barrel? Ach, Indigo-Protokoll mal wieder. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Oh. Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jemison Mercantile, falls du gern ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint.
Ich würde es mal mit Viewport probieren. Findest du links auf der Plaza. Okidoki. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. So, wir wollen uns ein bisschen erleichtern. So, gehen wir mal bei den Waffen rein. So, der Ripshield geht raus. Erlauben Sie mir, beim Tragen zu helfen. Ja. Geht raus, habe ich gesagt. Der geht raus, der hat bis 12. Die Lungsabs behalten wir. Lightstar behalten wir mal. Die Equinox behalten wir. Wendel geht komplett raus. Die Monstrum auch alle Zähne raus. Bis 3. Das bis 3. Oh, die Coachman bleibt und der Cover bleibt. So, das ist schon mal bei Waffen. Ja, sonst noch irgendwas. Den Scheiß raus. Brauchen hier, dann behalten wir alles. Aus. 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 Das geht Dings vom Stadt geht raus. So. Aus dem Schiffsinventar verkaufen alles. So. Und. Port, Schiffsteil, no. Der bleibt. Bleibt. Und Alkane gehen raus. So, jetzt brauche ich mal hier Kollege Schnürschuh. Komm ran auf 1,50 Meter. Captain, die Constellation, kann ich Ihnen was abnehmen? Nee, du gibst mir Modellgelumpe. So. Wie kann ich dir helfen? Du mir gar nicht, mir ist nicht zu helfen, davon abgesehen. Waffen haben wir, soll ich sagen, was? Die gehen weg, geht weg. Ich kurve, ich bin ein Held. So. Equinox bleibt, das geht weg. Weg. So. Der geht weg. Der geht weg. Chemoanzug geht weg. Graviplast geht weg. Der geht weg. Noch hat er mal gut Geld. Lysamin. Auch der 5 weg. Alle hatten sich eigentlich Uni. Schon ausgemistet Ressourcen. Das ist das Neodym. Radspule. Zack. So, haben wir uns schon mal ein bisschen erleichtert. Wird Folgen haben. Wir weisen dir die neuen Aufgaben so bald wie möglich zu. Du, Bobby, wirst deine neuen Pflegeeltern kennenlernen. Meine Eltern sind nicht tot. Sie waren bloß in einem anderen Shuttle. Sie kommen nach. Oh, nun ja, das könnte schon sein. Wir wollen... Helena Chambers. ID SS-COM-1327. HCHA. Ich war die Stationsverwalterin. Ich muss dem Mast sofort Bericht erstatten. D
Diese Behandlung ist vollkommen inakzeptabel. Als du beim Angriff der Varun-Fanatiker auf die Station versäumt hast, die Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, hast du jegliche Befugnis verwirkt. Danke für deine Dienste. Wir werden dir eine neue, passendere Position zuteilen. Und Ricardo, es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ohne dich hätte es da niemand lebend rausgeschafft. Zum Glück konnte ich mich noch an meine Flugstunden erinnern. Ist schon etwas her gewesen. Ich habe alles über New Atlantis gelesen. Stimmt es, dass die Net 8000 Kilometer pro Stunde schnell ist und dass die Bürger für eine Fahrt weniger zahlen? Oder dass die ganze Stadt einem zum Geburtstag gratuliert? Meiner ist am 11. Juni. Letztes Jahr sind meine Eltern mit mir nach Aquila City geflogen. Da hat's gestunken. Hier stinkt's aber nicht. Nein, ja und nein. Und ich markiere den 11. Juni in meinem Kalender. Wegen Aquila City, nun ja. Die Luftreiniger New Atlantis sind die allerbesten. Aquila City? Hört schon auf, da leben doch bloß Volltrottel. Das ist nicht ganz fair, oder? Vor ein paar Jahren haben die Freestar Ranger mich gerettet. Spacer im Narion-System wollten mich entern. Da haben sie mir einfach so beigestanden und sogar bei Reparaturen für den Notsprung nach Hause geholfen. Feine Typen. Aber ihr müsst alle erschöpft sein. Ich muss nur noch ein paar Dinge mit der Security klären. Einen Moment. Kann ich helfen? Betteln verboten. Muss ich die Security rufen? Was? Nein, geh einfach. Im Unterdeck fällt ständig... Ach, davon kannst du wohl ein Lied singen, was? Der neue Friede in der Galaxie ist so gefährlich wie nie. Spacer, Haus Varun, die Crimson Fleet, alle wollen ein Stück vom Kuchen. Früher war alles besser. Damals schwebten wir träumend durchs Weltall. Das kannst du laut sagen. Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf. Es gibt mehr gute Leute in dieser Galaxie als böse. Die Bösen sind bloß... lauter. Ricardo Bosch. Ich war der Forschungsleiter auf der Station, die angegriffen wurde. Bis diese Irren von Haus Varun parolenbrüllend über uns herfielen, war bei uns alles ganz normal. Selbst für die Marines war es zu viel. Ich bin einfach nur froh, überlebt zu haben. So wie wir alle. Jetzt sollte ich zurück an die Arbeit. Wo ist nur diese Frau hin? So ist es. Hab letztes Jahr eine ganze Ladung Mikroskope an die verloren. Unglaublich, oder? Heutzutage lässt sich alles verschleudern. Piraten sind nicht ohne. Bei denen geht alles zack, zack. Sie kommen per Sprung, stehlen die Fracht und sind sofort wieder weg. Wer ruhig bleibt und mit ihnen redet, der überlebt. Auch wenn er seine Ware hinterher los ist. Begegnest du ihnen auf einem Planeten, sind sie jedoch deutlich schießwürdiger. Dann ein andermal. So. Hallo. Das kann sie nicht machen. So, aber wir sind erstmal Entschuldigung, am Ende der Folge angekommen. Ich verabschiede mich von hier. Sage ciao, ciao und winke, winke. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Helfen? Ciao, ciao, sagt euer Jaso.